Es ist das Jahr 1238 nach Christi Geburt. Auf der Erde lebt die Spezies Mensch. Der Kontinent, der von den Menschen Europa genannt wird, befindet sich in der Ära des Spätmittelalters. Nichts lässt sie erahnen, was über ihnen, in den Weiten des Himmels, dort, wo die Sterne leuchten, geschieht. Und doch sind sie ein Teil des Orionarms. Ein Arm der Milchstraße. Der Arm lebt. Hunderte Spezies leben verstreut in ihm. Seien es Humanoide, Silizoide, Plantoide, Mykoloide und andere. Das Leben ist vielseitig. Viele von ihnen bewegen sich per interstellarer Raumfahrt durch das Weltall. Nationen, Reiche und Imperien existieren nebeneinander, neben Stadtstaaten, Stämmen und Clans. Konflikte sind an der Tagesordnung. Krieg und Frieden, Freude und Trauer gehören hier eng zusammen. Helden gibt es überall. Die Geschichten schreibt der Alltag. So wird zum Beispiel der Holmnebel seit fast 100 Jahren von den Klaturen und den Splitter-Zanjinaten geplagt, die mit den Eroberungen des großen Zanjis die politische Karte komplett umgewälzt und dramatische Entwicklungen angestoßen haben. Doch was jenseits des Arms ist, wissen nur die wenigsten. Kaum jemand wagte es, die Grenzen dessen zu überschreiten, abgesehen davon, dass es technisch kaum möglich und sehr gefährlich ist. Die Milchstraße ist ein gigantischer Ort. Die Völker der orionischen Welt blieben bis heute in ihrer Heimat, sind sie doch auch zu sehr mit sich selbst und anderen beschäftigt. Doch Lebewesen, welche den Arm verließen und in einem Stück zurückkamen, bringen die wildesten Legenden und Mythen mit. Viele Sterne des Orionarms sind unerforscht. Die weißen Flecken auf ihrer Karte sind groß und ungezählt. In jedem Sternsystem kann eine Zivilisation leben, in jedem Sternhaufen eine ganz eigene, isolierte Gesellschaft sein. Dies ist unsere Welt, in der unsere Geschichten spielen. Die von DIX Astrorum. DIX Astrorum ist eine Science-Fiction-Geschichte. Die Themen der Geschichte sind Krieg, Rassismus, Politik, Umwelt, Liebe, Ethik, Moral, Angst, Hoffnung, Glück und viele weitere. Es ist quasi ein Spiegelbild unseres menschlichen Alltags hier auf der Erde. Die Welt wartet darauf, gefüllt zu werden. Sie ist offen. Ein paar Seiten sind bereits geschrieben, aber die meisten des Buchs sind immer noch leer. Die orionische Welt hat ein technologisches Gefälle. Es gibt Rassen, welche technologisch auf einem fortgeschrittenen Stand sind. Dann gibt es welche, die vor nicht allzu langer Zeit es gemeistert haben, längere Strecken durch das Weltall zu fliegen. Die Rassen haben verschiedene Technologien entwickelt, abseits von dem Grundverständnis für Überlichtgeschwindigkeit, die sich aus ihrer Lebensweise ableiten können oder aus anderen Gründen. Grundsätzlich steht aber die orionische Welt noch relativ am Anfang. Wer weiß, was die kommenden Zeiten bringen werden. Die Grundidee des Projekts ist es, eine glaubwürdige und nachvollziehbare Welt aufzubauen. Man soll in dieser Welt das Gefühl haben, alles vor seinem geistigen Auge sehen, die Luft der Welt atmen, den Boden unter seinen Füßen spüren zu können. Entsprechend sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Es wird nicht nur beim Weltenbau bleiben. Auch Geschichten sollen ein Teil von ihr werden. Geschichten von Rassen und ihren Individuen, von Reichen, die auf- und wieder untergingen, von großen und kleinen Dingen des Lebens. Das Projekt läuft auf einem Discord-Server, der für alle offen ist, die Teil des Projekts werden möchten. Ihr könnt euch auf verschiedene Arten und Weisen einbringen. Schreibt eine Geschichte aus der orionischen Welt, zum Beispiel über eine Legende, ein Volk oder ein Individuum. Malt oder zeichnet Aliens und Planeten des Orionarms. Oder erschafft Musik und Geräusche von tausend Welten. Oder tragt etwas anderes bei. Eure Kreativität und Schaffungsgabe sind keine Grenzen gesetzt. Als Gemeinschaft werden wir so die orionische Welt Stück für Stück aufbauen. Nach und nach werden so zwei Werke entstehen. Ein Kompendium zum Nachschlagen über die Welt und ein Roman, in der sich ihre Geschichten abspielen. Auf Discord gibt es mehrere Channels, um sich abzusprechen und zu diskutieren. Im Austausch kann viel Kreatives entstehen. Was Teil der Welt wird, wird gemeinsam entschieden. Es gibt keinen Kurator, der am Ende alles absegnen wird.
Das Projekt gehört der Gemeinschaft. Das Wichtigste ist der Spaß und dass die Gemeinschaft Freude daran hat, etwas zu erschaffen. Euch hat gefallen, was ihr gehört habt? Ihr habt Lust? Der Discord-Server wartet nur auf euch. Mehr Infos erhaltet ihr dort. Klickt auf den Link in der Videobeschreibung und ihr seid schon da. Wir sehen uns dort.